Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu All-in-One Summer Sports VR. Ja, so wird es uns am Anfang gesagt von dem Game hier. Und ja, das Game ist für 14,99 erhältlich im Pico Store. Und ja, wir haben wieder ein paar Minigames. Wir haben Schwimmen, Jetski, Fahrradfahren, Volleyball, Frisbee werfen, Angeln. Ja, und das war es eigentlich schon. Und hier können wir unseren Avatar ein bisschen aufmöbeln, sage ich einfach mal. Wir können ihn hier mit anderen T-Shirts versehen, anderen Gesichtern, Haare und so weiter und so fort. Können hier die Farben ändern. Das kann man sich dann halt so anpassen, wie man möchte. Da brauchen wir aber jetzt nicht groß drauf eingehen. So, ich habe es letzte Woche getestet und gespielt. Da ging Volleyball und Frisbee ohne Probleme. Jetzt gab es heute, also ich habe es jetzt mitbekommen, dass es heute ein Update gab. Ich zeige es euch gleich, aber Volleyball lief fast gar nicht. Frisbee kann ich auch nicht vernünftig werfen. Ich weiß aktuell nicht, woran es liegt. Es funktioniert aber tadellos. Aber ich zeige euch jetzt erstmal die Spiele, die ganz gut funktionieren. Schwimmen. Winning. Wir haben hier auch eine Version 0.1.6, also es ist eine ganz frühe Version, muss man natürlich sehen. Und dass da immer wieder Updates kommen, ist auch klar. Ich zeige euch wieder Level 1 einfach, damit ihr nur seht, was ist das für ein Spiel, wie funktioniert das. So, hier drücken wir einfach Trigger. Damit geht's los und dann wird gepaddelt. Sieht schon witzig aus. Jetzt können wir hier ein bisschen tauchen oder ein bisschen hochgucken. Das ist die Muskelkater. Und Leute, bei den Spielen, denkt an die Schlaufe. Ohne Schlaufe definitiv nicht spielen, sonst verliert man es wirklich und haut ihn in den Monitor rein. Und das muss nicht sein. Und guckt immer, dass ihr genug Spielfläche wirklich habt. Ja, ich bin Erster geworden. Das war Schwimmen. Eigentlich auch ganz nett. Ich denke mal, wenn man es Multiplayer spielt, ist es ganz, ganz was anderes. Und je nach Spiel, was wir haben, können wir es auch in Multiplayer spielen. Da kann man insgesamt mit 5 Leuten spielen. Ich glaube, hier auch. Beim Volleyball natürlich nicht. Da hat man dann halt nur einen Partner. Und so ist das von Spiel zu Spiel unterschiedlich, mit wie vielen Leuten man das dann spielen kann. So, jetzt zeige ich euch Fahrradfahren. Gehe ich mal ganz kurz rein in Multi, nur um zu gucken, wie viele Spieler man dann hat. Ja, insgesamt 5. Aber wir spielen einzeln. Ich möchte euch nur das Spiel zeigen. So, hier haben wir, rechter Trigger ist treten. Und wir müssen einfach nur lenken. Dann haben wir, linke ist eine Bremse. Und die Greiftaste ist quasi, wenn wir ein Power-Up kriegen, können wir es benutzen. Das zeige ich euch gleich. Ja, und wir können uns auch jederzeit umgucken, wie wir wollen. Hier haben wir witzige kleine Tierchen auf der Fahrbahn. Natürlich auch ganz normal. Oh, der hat aber geschrien. Der hat mir wehgetan. So, jetzt haben wir. So, sind weggeschossen. Ja, und so geht es halt die ganze Zeit. Man kann sich gegenseitig ärgern, aufhalten. Und ja, der hinten hat ein Schutzschild gerade, wie wir sehen. Aber der Löwe greift nicht an. Jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben hier. Wird schwieriger. So, wieder Power Up. Und dann wurde ich auch schon erwischt. Ja, ist doch jetzt gut. Lass mich weiterfahren. Ich gehe meiner Wege. Sieht eigentlich so aus, dass ich mit dem Lenker so mache, aber ist wirklich nur, weil wir Trigger drücken. So, jetzt haben wir Turbo. Also machen wir. Ja, haben wir die Plätze nett gemacht. Wir haben jetzt sogar die Chance, auf Platz 1 zu gehen. Dieses Overlay habe ich jetzt nicht gefunden, dass wir das abschalten können. Der hat sich gerade voll verhauen. Ich auch. Boah, hab ich Glück gehabt. Junge, Junge, Junge. Ja, und schon habe ich mich auch verhauen. Na komm.
gut, dass ich gut Vorsprung hatte. Und wenn die jetzt alle diese Power-Up haben oder diese Waffen, dann geht das erstmal auf den ersten meistens. Nicht immer, aber sehr oft. Dann auch gleich wahrscheinlich mehr. Dann haben wir direkt weggehauen mit unserer Bombe. Ah, der wird echt schwierig sein aufzuholen. Sei denn, er macht einen Fehler, wie jetzt gerade. Sehr gut. Na komm. Let's go. Ja, man muss halt hier nur lenken. Es wäre ein bisschen witziger gewesen, wenn man wirklich auch irgendwie hier paddeln müsste. Mit den Händen, damit man treten kann. Ja, warte, ich bin Erster und schon direkt werde ich wieder ausgebremst. Lass mich frei. Wenn man jetzt ein bisschen Speed kriegen sollte. Jawohl. Läuft doch gut. So, und jetzt nochmal Turbo. Oder ein Schutzschild, der wäre auch nicht schlecht. So, das nutzt man natürlich. Wir werden ja immer gewarnt. Und dann nutzen wir das Schutzschild auch. Schutzschild war sehr gut. Oh nein, nein, nein. Ja gut, sind wir Zweiter geworden. Kann ich mit leben. Das ist mir jetzt egal. Wär's ruhig. Ist mir alles egal. Ja, Zweiter. Kann man mit leben, oder? So, jetzt haben wir Schwimmen, wir haben Fahrradfahren, jetzt kommt Jetski. Jetski. Machen wir Level 2. Davon gibt es 3 Level, desto schwerer sind natürlich die Gegner. So, jetzt haben wir hier auch wieder, rechte Trigger ist Gas geben, linke ist Bremse und Greiftaste ist auch wieder das Power-Up benutzen. Hier will ich jetzt aber gewinnen. Na toll. So, hier haben wir diese Sprungschanzen. Das ist auch immer ganz gut. Nur ein bisschen Speed drauf. Ich muss sagen, mir wird jetzt auch gar nicht irgendwie schlecht oder so, weil ich bin ganz leicht Motion Sickness anfällig. Ja, haut mich wieder raus. Aber hier geht es echt klar. Für Leute, die da Probleme haben, setzt euch am besten, dann ist es noch ein Tick besser. Aber das Overlay hilft natürlich auch, dass man so ein bisschen einen Bezugspunkt hat. Ich würde es natürlich am liebsten ausschalten. Aber kann man eigentlich nicht leben, also Schlimmeres. Das ist das Overlay jetzt. Aber gut ist immer, wenn man sowas optional halt ein- oder ausschalten kann. Oh, yes. Jetzt aber. Der hat jetzt da hinten ein Schutzschild. So, jetzt haben wir ihn weg. Na? Haust du ab. Zweiter, das ist schon mal was. Wäre jetzt mal nice, wenn ich jetzt nicht direkt abgeknallt wäre. Aber gut, so ist halt das Spiel auch, ne? Aber ich finde sowas im Multiplayer mit Freunden ist natürlich mega. Ne? Was macht man nicht mehr oft?
Gegensätze ein bisschen zu ärgern. Kann natürlich auch zu Rage Quit führen, ne? Da will ich mich gar nicht ausschließen. Aber wie viel haben wir damals diese Winter-Summer-Games gespielt und was es da alles gab auf C64, Atari und hat immer Bock gemacht, mit mehreren Leuten wirklich Rekorde zu knacken, Joysticks kaputt zu machen. Das hat man auch oft. Sehr schön. Auch noch hier. Wieder zweiter. Ja, komm. Ist okay, also ich mag das Jetski-Game, macht Spaß. So, jetzt zeige ich euch mal ganz kurz Volleyball, was nicht aktuell nicht funktioniert, also auf jeden Fall bei mir nicht funktioniert mit dem neuen Update. Ich mache auch mal Level 1, aber ich möchte euch trotzdem zeigen und auch betonen, dass es funktioniert hat und da wahrscheinlich nur ein Update-Bug drin ist. Und da kommen mit Sicherheit neue Updates raus. So, ich habe das Problem, dass ich den erstmal gar nicht hochwerfen kann, den Ball. Zeige ich euch jetzt gleich. Und ich kann den auch nicht baggern oder schlagen. Ich komme noch nicht mal übers Netz. Aber das zeige ich euch kurz. Guck, normalerweise fliegt er hoch. Wir können ihn hier drüber brechen und gut ist. Funktioniert nicht. Muss ich so machen. So. Jetzt lassen wir die einfach mal aufschlagen und dann zeige ich euch, dass das auch nicht funktioniert. Und jetzt kam auch die Frage, wird man zu diesen Stellen hin teleportiert? Und ja, das Spiel, auch wie beim Batman und so weiter, was ich gespielt habe, man wird teleportiert und kann dann an der richtigen Stelle auch zuschlagen. Da, ich komme nirgendwo großartig hin. Ich weiß nicht, ob das ein Abfrageproblem ist jetzt von dem Spiel. Also braucht man so nicht spielen, macht keinen Sinn. Das gleiche gibt es auch beim Frisbee leider. Aber wie gesagt, es hat funktioniert und das sogar gut. Also ich habe auch gespielt, mir hat es richtig Bock gemacht, ich habe auch gewonnen. Was da jetzt schiefgelaufen ist, kann ich gar nicht sagen. So, jetzt machen wir einfach mal einen Disc. Da habe ich das gleiche Problem. Ich kann die Frisbee nicht werfen. So, das gleiche habe ich hier in dem Game. Wenn ich jetzt die Frisbee-Scheibe mir in die Hand hole mit Trigger, kann ich die eigentlich so werfen, wenn ich den Trigger loslasse. So, die haut aber immer direkt nach links oder rechts ab. Und nie nach vorne. Und das ging auch vorher mit der alten Version. Also irgendwie ist was falsch gefixt worden und hat sich ein Bug eingeschlichen. Muss man jetzt erstmal so akzeptieren. Wenn es da Neuigkeiten gibt, werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ja, entweder in unserer Facebook-Gruppe VR World Germany oder auf dem Discord oder auf meinem Kanal, ob ich dann nochmal ein Video zu mache zum neuen Update. Müssen wir dann mal schauen. Aber wie gesagt, es hat funktioniert, genau wie Beachvolleyball hat wunderbar geklappt. Das hat wunderbar geklappt. Angeln habe ich noch nie gemacht und ich glaube, das muss man im Multiplayer machen. Geht, glaube ich, auch nicht anders. Dann probieren wir einfach mal. Ich habe aber einen Mikrofon, glaube ich. Nee, mach mich jetzt mal schauen. Trigger. Dann müssen wir ein bisschen kämpfen. Oh, ihr hört, es sieht schwierig aus. Probieren wir einfach. Und hier haben wir das gleiche. Oder? Ne. Das klappt auch nicht. Ja, schade. Okay, das kann ich euch auch nicht zeigen. Tut mir echt leid, dass es nicht funktioniert. All in one,
Ich hoffe, es kommt noch ein vernünftiges Update hinzu, wo man dann nochmal alles zeigen kann. Aber da gefragt wurde, ob ich das Spiel hier zeigen kann nach meinem All-in-One-Sports VR, ja, wollte ich natürlich euch das zeigen. Und wie gesagt, ich kann sagen, dass es funktioniert hat. Es hat Spaß gemacht und bei der nächsten Update-Version funktioniert mit Sicherheit wieder alles. Es sind richtig süße Games dabei, die man im Multiplayer zocken kann und auch mit Sicherheit auch Spaß hat mit mehreren Leuten. Und ja, das war All-in-One Summer Sports VR. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Das, was ich euch jetzt zeigen konnte, ob euch das jetzt hilft, denke ich mal schon. Wie gesagt, es sind ja echt Games dabei, die auch funktionieren. Und jetzt haben wir natürlich 3 Games, die nicht funktionieren und 3 Games, die funktionieren. Also muss man abwarten, aber ich habe euch ja trotzdem gezeigt, wie es aussieht und ich hoffe, euch hilft es weiter. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir ein Abo geben würdet, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt. Und ja, ein Like auf das Video kann natürlich auch nicht schaden, kostet nichts. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!